Alright, Leute, lasst uns beginnen. Yes, der Vibe hat auf jeden Fall schon mal gestimmt, Leute. Die Energy ist hoch, genauso lieben wir es. Ja, ich freue mich extrem, extrem auf diesen Call. Und ich muss euch sagen, es ist wirklich eine Person heute hier auf unserem Team-Call, die in letzter Zeit so oft im Endeffekt von mir auch, also wo so oft Leute mich angefragt haben, hey Leander, können wir ihn nicht mal auf den Team-Call holen? Hey Leander, das wäre doch mal eine geile Sache. Okay, das heißt, Leute, für die, die jetzt noch nicht von dem kommenden Speaker gehört habe, von dem Florian Able gehört haben. Ja, glaubt mir, das wird sich auf jeden Fall in nächster Zeit sehr schnell ändern, vor allem aber auch, weil in Zukunft auf jeden Fall noch nice News ansteht zu ihm. Ja, ich will da aber nicht zu viel vorwegnehmen. Es wird auf jeden Fall noch extrem wild. Wir alle werden noch sehr viel von ihm hören. Und Florian Able, müsst ihr euch vorstellen, ist nicht nur ein PR1000, ja, sondern on top im Endeffekt auch, ja, mit Fremdkapital in sehr, sehr guten Beträgen am Traden. Ja, man munkelt in siebenstelligen Beträgen am Traden. Ist da sehr, sehr profitabel. Heißt lustigerweise auf Instagram zusätzlich noch profitable. Und selber ist er aber auch nicht erst seit gestern bei AM. Ja, sondern er selber ist einer der allerersten Leute im deutschsprachigen Raum, die bei AM gestartet sind. Okay, das heißt, er ist über 5 Jahre mittlerweile schon im Game. Okay, er ist über 5 Jahre mittlerweile schon im Game. Und das ist crazy. Das muss man im Endeffekt auch erstmal sehen. Ja, die Leute suchen immer nach den okay, schnellen Success oder was auch immer. Ja, und Florian Able ist jetzt, sage ich mal, erst in ganzer AM, sage ich mal, in dem letzten halben Jahr so, sage ich mal, immer größer und größer, sage ich mal, in Anführungsstrichen bekannt geworden. Aber das Wichtigste, denke ich mal, was man einfach daraus lernen kann, ist einfach diese Konstanz, die er am Tag gelegt hat. Ja, diese Konstanz, einfach am Start zu bleiben. Er hat verstanden, okay, du kannst nur verlieren, indem du aufgibst. Und er hat weiter und weiter gemacht. Aber Leute, es ist wirklich einfach eine Person mit unglaublich viel Wissen. Ja, für die Leute, die schon auf seinen Sessions im Endeffekt drauf waren, es ist crazy, was er da im Endeffekt abreißt. Ich kriege das dann auch in allen Liedern-Gruppen immer mit. Ja, wie alle Lieder im Endeffekt von Florian immer schwärmen. Und was er für Resultate hat, was er für Setups raushaut, ja, das ist insane. Und deswegen, Leute, ich habe mich extrem drauf gefreut, dass wir heute mal auch einfach mal so eine kleine Story von ihm im Endeffekt hören. Ihn einfach heute mal wirklich richtig kennenlernen können, von seinem Learnings, aus seiner ganzen Erfahrung wirklich heute unglaublich viel lernen können. Deswegen schaut auf jeden Fall alle, wie jedes einzelne Mal, dass ihr Block und Stift parat habt. Ja, weil das wollt ihr definitiv nicht verpassen, ja. Die Person steht definitiv an einem Punkt, wo jeder Einzelne hier hin möchte, okay. Und deswegen spitzt eure Ohren, seid humble, seid aufmerksam. Und ich würde sagen, ich suche dich einmal ganz kurz in den Teilnehmern. Und Leute, macht schon einmal fett, fett Welle im Chat für den Florian Able. Let's go, Bro! So, perfekt. Droppt mal alle in der 111 den Chat, wenn ihr mich gut hören könnt. Nice, das freut mich. Okay, gut. Also, wir werden das Ganze heute so machen. Ich werde das erste Mal ein bisschen so meine Story erzählen, wie das bei mir überhaupt mit IAM anfing und ablief. Ich habe davor eine Ausbildung angefangen als Elektroniker für Betriebstechnik. Ich hatte eigentlich schon nach dem ersten Tag keinen Bock mehr. Also wirklich, ich hatte nach dem ersten Tag keine Lust mehr. Ich wusste schon davor schon nicht, was ich machen soll. Dann dachte ich mir so, ja gut, Elektro, komm, ist wenigstens nichts mit Metall. Also schlimmer geht immer. Dann bin ich in diese Ausbildung rein und mich haben schon am allerersten Tag die ganzen Gesichter wirklich, die haben mich einfach runtergezogen, die haben mich abgefuckt. Alle waren schlecht drauf. Die haben 24/7 eigentlich nur Kaffee getrunken und haben sich auch nur von Kaffee ernährt. Dazu bist du dann da den ganzen Tag wie Falschgeld rumgehockt, hast da irgendwelche Kabel zusammengesteckt und danach warst du so fertig, dass du heimgekommen bist, hast du noch ein bisschen Netflix angemacht und hast gepennt. In dem Zeitraum hatte ich auch noch eine Freundin, die brauchte auch noch Aufmerksamkeit und dann war eigentlich der Tag schon wieder rum. Und am nächsten Tag ging es genau wieder gleich los. Jedes Mal immer wieder das Gleiche. Und mir war schon ab dem ersten Tag bewusst, wo ich dort war, ich möchte das nicht mein ganzes Leben lang machen. Und in dem Zeitraum habe ich mich dann auch dann schon so ein bisschen so mit Kryptos auseinandergesetzt gehabt. Habe dann als allererstes mal die Hälfte meines Ausbildungsgehalts in eine Krypto-Mining-Firma investiert. Ja, das lief dann eher dann nicht so gut. Ja, das Geld war dann ungefähr nach 3 Monaten weg, nachdem die Firma dann auf einmal schlagartig nach Deutschland umgezogen ist. Und dann habe ich dann auch dann mein erstes Geld verloren. Ich dachte mir so, ja, geil, lief ja schon mal gut. Und dann kam ein Bekannter mit IAM um die Ecke und er hat mich richtig genervt. Er hat mich so abartig damit genervt. Ich habe jeden Tag so viele Nachrichten von ihm bekommen, wenn wir endlich diesen Call machen, und ich habe jeden Tag wieder eine erneute Ausrede gefunden, um nicht auf diesen Call zu gehen.
Das ging 3 Monate lang so. Und irgendwann war ich dann auf diesem Call und bin dann schlussendlich sogar noch am gleichen Tag gestartet und habe das Ganze dann erstmal nicht ernst genommen. Weil, warum sollte man das auch ernst nehmen, wenn man so eine Möglichkeit hat, ne? Also ist ja komplett logisch. Und in dem Fall habe ich dann 7 Monate lang eigentlich nur am Stück nur gelabert, habe in dem Zeitraum auch noch sehr, sehr, sehr viel gekifft. Das heißt, ich war auch jetzt kopftechnisch jetzt nicht gerade so auf der Höhe. Und wurde in dem Zeitraum auch dann immer paranoider und paranoider. Und war ich dann kurz vor wirklich, entweder ich werde jetzt erfolgreich im Trading oder ich kiffe weiter und lande dann vielleicht dann irgendwann mal in der Klapsmühle. Und ich habe mich dann zum Glück fürs Trading entschieden, war eigentlich in dem Fall so meine beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe und habe ab dem Tag dann auch dann durchgezogen, weil meine Upline hatte damals dann auch schon zu mir gesagt, hey Flo, entweder du schaffst es endlich mal dieses Basic-Quiz oder du bist raus. Dann brauchst du nicht mehr bezahlen, dann brauchst du nicht mehr aktiv gehen, dann brauchst du gar nichts mehr machen, dann bist du einfach raus. Wir kümmern uns nicht mehr. Ist egal dann, was mit dir los ist. Und das war dann der Punkt, wo ich dann eine Entscheidung für mich getroffen habe, okay, ich muss das mit Trading hinbekommen, ich muss dieses Quiz durchbekommen und ich muss im Trading Gas geben. Dann hat meine Trading Journey angefangen. Ich war extrem emotional. Ich hatte meine Emotionen überhaupt nicht unter Kontrolle. Das heißt, ich war ein paar Euro im Profit. Die Zahlen waren blau. Ich habe mich gefühlt wie der Boss. Ich war in roten Zahlen. Ich war das größte Arschloch auf dem ganzen Planeten. Also in dem Zeitraum hättet ihr mir nicht über den Weg laufen wollen, weil ich dann am liebsten wirklich, ich hätte jeden umgeklatscht. Ja, weil ich einfach meine Emotionen überhaupt gar nicht unter Kontrolle hatte. Und das ging dann eine Weile so. Und ich habe meinen Account, meinen Echtgeld-Account von 1000 Euro innerhalb einer Woche auf 5K hochgetradet. Und dann innerhalb einem Tag auf 900 wieder runter. Und das tut deinen Emotionen natürlich auch nicht so gut, weil ich habe mich an keine Trading-Regeln gehalten, ich hatte keinen Trading-Plan, ich hatte gar keine Ahnung, ich wusste nur, wie man irgendwie einen Fibonacci benutzt, weil ich auch zu arrogant war, um irgendwelche Educator zu schauen. Damals hat sogar noch Christopher Terry educated. Und ich wusste, es kann so nicht weitergehen. Dann habe ich mir das Buch bestellt, Trading Psychologie von Thomas Dahlmann. Und mit dem Buch habe ich dann wirklich gelernt, wie ich mit meinen Emotionen wirklich umgehen kann und wie ich auch wirklich eine Ruhe in den Markt reinbekommen. In dem Buch wurde auch dann noch erwähnt, man sollte sich niemals als Profi sehen, sondern man sollte sich immer coachable halten. Habe ich dann auch wieder gemacht. Das heißt, ich bin dann auf Christopher Terry Sessions gegangen. Ich habe mir viele andere Go-Live-Educator reingezogen und habe mir dann so mein Zeug rausgepickt, was ich für mich als richtig empfunden habe. Wo ich dann eigentlich dann auf einem ganz guten Weg mit Trading war, meine Emotionen so langsam unter Kontrolle hatte. Ist dann eigentlich dann auch dann schlussendlich dann auch schon meine Oma gestorben an Krebs. Das war dann so der erste Rückschlag. Schlussendlich danach dann hat dann meine Mom Krebs diagnostiziert bekommen. Mein Dad hatte einige Schlaganfälle. Mein Opa ist dann an Krebs verstorben und es war dann eigentlich dann Schlag auf Schlag und zu guter Letzt hat mich dann auch noch meine Ex-Freundin betrogen. Was ich damit sagen möchte ist, ich möchte jetzt kein Mitleid oder sonst irgendwas, sondern euch muss eines klar sein. Alles, was im Leben passiert, passiert aus einem gewissen Grund. Und wenn es eh schon passiert ist, könnt ihr doch eh nichts mehr daran ändern. Warum solltet ihr euch in irgendwelchen negativen Gedanken steigern? Konzentriert euch einfach auf das, was euch voranbringt. Weil wenn man sich mal mit dem Thema Spiritualität auseinandergesetzt hat und man vielleicht schon mal das Wort Seelenvertrag gehört hat, dann passiert alles in deinem Leben aus einem gewissen Grund. Und es passiert aus dem Grund, damit du wirklich die beste Version von dir selbst werden kannst und daran wachsen kannst. Und wenn du das verstanden hast, dann kann wirklich alles passieren und es bremst dich nichts mehr aus. Es bremst dich wirklich nichts mehr aus. Ja, dann könnt ihr wirklich alles als Learning sehen, dann könnt ihr rational denken, seid ihr immer noch rational in den Märkten und euch schmeißt wirklich gar nichts mehr zurück. Deswegen ist es auch wichtig, sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen. Ja, Seelenvertrag in dem Thema hat mir extrem geholfen, weil ich einfach verstanden habe, okay, gut, das musste so sein, damit ich wirklich die beste Version von mir selbst werden kann. Und alles, was noch kommen wird, jede Challenge, die ihr verkackt, alles, was irgendwie negativ in eurem Leben passiert, ist eigentlich nur dazu da, um euch wachsen zu lassen, um euch zu dieser Person zu machen, wie ihr bestimmt seid zu werden. Weil es bringt euch nicht voran, und das wissen wir alle, es bringt einen nicht voran, wenn man sich an negativen Gedanken aufhält, sich in eine gewisse Situation reinsteigert und sich nicht auf seinen eigenen Grow konzentriert. Ich war zum Beispiel bei der Beerdigung bei meinem Opa, ich war die einzigste Person,
die einigermaßen gut drauf war, weil ich dankbar war für die Zeit, die ich mit meinem Opa hatte. Ich war dankbar dafür, dass ich so lange Zeit hatte, mit meinem Opa Zeit zu verbringen. Und ich war nicht deprimiert, weil mein Opa jetzt gestorben ist, sondern ich war dankbar dafür. Das heißt, euch kann auch sowas dann nicht mehr runterziehen, sondern ihr seid einfach immer gut drauf und dankbar. Und Dankbarkeit ist das Wichtigste. Weil wenn ihr auch dankbar in die Märkte geht, seid dankbar für die Stop-Loss-Sets, die ihr bekommt. Seid dankbar für alles. Weil wenn Dankbarkeit mit in euer Leben mit einspielt, dann seid ihr eigentlich immer gut drauf. Dann kann wirklich alles passieren, das ist komplett egal. Ja? Und wir gehen gleich auch noch auf das Thema Manifestieren ein. Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen über die Emotionskontrolle sprechen. Weil Emotionskontrolle war so bei mir so das Thema, wo ich wirklich sehr, sehr viel an mir zu arbeiten hatte. Weil wie gesagt schon, ich habe mich davor wirklich aufgeführt, keine Ahnung, als ob ich irgendwie so ein wild gewordener Affe bin. Ich hatte überhaupt gar nichts mehr unter Kontrolle bei mir selber. Und das Einfachste ist, wenn ihr am Anfang noch nicht mit Verlusten umgehen könnt, passt einfach euren Stop-Loss, euren Wohlfühlbetrag an. Ihr müsst euch wohlfühlen, die Summe zu verlieren. Wenn ihr euch dabei wohlfühlt, ist es doch nicht schlimm, wenn ihr einen SL-Hit hattet. Auf einmal habt ihr eure Emotionen unter Kontrolle und ihr wollt danach dem Markt im Endeffekt nicht mehr heimzahlen, dass er euch gerade Geld weggenommen hat, sondern ihr sucht euch danach wieder rational einen Entry. Wenn ihr das nicht macht, dann geht ihr einfach random wieder in den Markt rein, denkt euch so, dir zeige ich es, ja, ich hole mir das ganze Geld wieder zurück, ich schaffe heute noch diese Challenge und schlussendlich fahrt ihr das Ding in der Geschwindigkeit gegen die Wand. Da hätte ihr euch nicht mal mehr einen Blitzer auf der Autobahn aufhalten können. Also es ist wirklich, ihr müsst anfangen, eure Emotionen in den Griff zu bekommen. Das heißt, ihr arbeitet mit diesem Wohlfühlbetrag. Danach fangt ihr an, euren Trading-Tagebuch zu schreiben. Wenn ihr euer Trading-Tagebuch schreibt, dann fangt ihr an, wirklich alles zu dokumentieren und zu tracken. Weil wenn ihr dokumentiert und wenn ihr trackt, könnt ihr oder seht ihr auch die Punkte, an denen ihr noch an euch arbeiten müsst. Wenn ihr einfach nur tradet, und eure Trades setzt und nicht dokumentiert, woher wollt ihr dann wissen, wo ihr noch besser werden könnt? Ihr könnt es nicht wissen. Weil Profits überschatten Verluste. Nehmen wir jetzt mal an, ihr tradet Montag immer gut, ihr habt montags immer gute Setups, dienstags auch. Mittwoch ist irgendwie bei euch ein schlechter Tag. Aber zwischendrin gewinnt ihr immer wieder ein paar Setups. Immer wieder ab und zu mal am Mittwoch kommt wieder ein guter Trade. Euch werden nur diese Profits im Kopf bleiben und nicht die Verluste. Und leider funktioniert unser Hirn so, aber es ist leider so. Deswegen könntet ihr zum Beispiel damit Mittwoch als Trading-Tag für euch rausstreichen, um noch profitabler zu werden. Das heißt, fangt an zu tracken. Dann macht einen Trading-Plan. Das heißt, habt irgendwie eine Liste, wo ihr abhaken könnt, was für Punkte der Markt für euch erreichen muss, um in den Entry zu gehen. Weil dann kann man sich keine Entries mehr schönreden, weil ich habe das auch sehr oft gemacht, wenn ich keinen Entry hatte und ich wollte unbedingt einen Entry, dann redet man sich das Ganze schön. Man geht her, man verschiebt ein bisschen sein Fibonacci, dann passt man da noch ein bisschen was an und auf einmal, zack, hat man den neuen Entry. Man weiß eigentlich insgeheim, das Ding ist eigentlich nicht so gut. Man geht ihn trotzdem ein, einfach nur aus dem Grund, weil man jetzt unbedingt einen Trade offen haben muss, weil man sich ansonsten so fühlt, als ob man nichts tun würde. Aber ihr tut mehr, indem ihr auf ein gutes Setup wartet, anstatt in ein Setup reinzugehen, was eigentlich nicht gut ist und was ihr euch schön geredet habt. Das heißt, macht euch eure Trading-Entry-Checkliste, hakt die Punkte ab und es wird euch wesentlich einfacher fallen, in Trades reinzugehen. Dazu macht euch immer noch bewusst, Verluste gehören zu Trading dazu. Verluste gehören dazu. Ja? Ich habe manchmal 80% Losing-Trades. Und ich gewinne nur 20% und ich mache trotzdem Six-Figure-Payouts. Woher kommt das? Weil ich einen guten CRV habe und weil ich verstanden habe, desto weiter ich immer mehr verliere, desto weiter komme ich auch wieder an den nächsten Hit ran. Weil Verlieren gehört dazu. Man kann den Markt nicht hundertprozentig vorhersehen. Ich hätte auch schon mal Quoten von bis zu 100% Winning Rate über einen Monat und danach war dann die Quote wieder anders. Es ist komplett unterschiedlich. Es kommt ganz drauf an, was für einen Monat ihr tradet, wie viele Setups ihr findet und wie gut die aufgehen. Deswegen macht euch klar, mit einem guten CRV könnt ihr auch immer profitabel sein, auch wenn ihr wirklich mehr Trades verloren habt, als dass ihr gewonnen habt. Ich weiß nicht, vielleicht waren ein paar von euch auf meiner Session drauf, da habe ich meinen CRV rausgehauen von 1 zu 120. Der Trade, das ist dann so ein Trade, der holt dann wirklich alles wieder raus. Ja, es ist dann egal. Toll, schön, du hast davor 20 Trades verloren.
gut, da hast du dich an ein Risikomanagement gehalten, dein Account ist noch nicht weg. Dann kommt dieser eine Trade und katapultiert euch wieder in den Profit. Und das ist der Sinn hinter Trading. Ihr müsst Verluste akzeptieren, die gehören dazu, sie sind Teil des Tradings. Und wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr auch keine Angst mehr vor Verlusten. Weil bei mir war es ja am Anfang auch so, ich bin dann in gewisse Entries nicht mehr rein, weil ich meiner Meinung nach schon zu viele Trades verloren hatte. Dann habe ich Entries ausgelassen und komischerweise genau diese Trades gingen auf. Ja, man hatte schon 5, 6 Trades verloren, man denkt sich schon so, ach, das ist ein Kacktag. Gut, den nächsten Trade nehme ich nicht mit. Ich schaue einfach mal zu, wie der läuft. Und das ist genau dieser eine Trade, der gut läuft. Und das triggert einen dann noch mehr. Dann geht ihr wieder mit den Emotionen her, sucht euch ein Setup, weil ihr nicht verkraften könnt, dass ihr diesen Gewinn gerade nicht mitgenommen habt. Ihr wollt aber diesen Gewinn immer noch haben und dann habt ihr den nächsten Losing Trade und dann seid ihr noch schlechter gelaunt. Das heißt, akzeptiert, dass Verluste dazugehören und dann ist es schon mal viel, viel, viel entspannter zu traden. Wer von euch manifestiert? Drop mal in der einzelnen Chat, wer von euch manifestiert? Okay. Glaubt ihr auch, dass ihr richtig manifestiert? Ja? Okay. Okay, okay. Mhm. Gut. Also, drop mal in der einzelnen Chat, wer so manifestiert. Also, ihr geht her und sagt euch einfach, ich bin. Ich bin Seven-Figure-Trader. Ich bin und immer so weiter. Wer manifestiert so? Okay, und wer manifestiert im Modus von ich werde sein? Drop da mal eine 1 in den Chat. Okay, ich habe schon ein Ich gesehen. Das Problem daran ist, wenn ihr ich werde, also wenn ihr in diesen Modus geht mit ich werde sein, dann manifestiert ihr euch diesen Werdeprozess. Aber ihr erlangt niemals euer Ziel, weil ihr dem Universum signalisiert, dass ihr gerade im Werdeprozess seid. Dann werdet ihr niemals das bekommen, was ihr wirklich wollt. Das heißt, ihr müsst euch mental in die Situation geben, dass ihr schon längst an diesem Punkt seid. Ihr seid schon längst Seven Figure. Ihr fahrt schon längst im Ferrari. Ihr habt schon längst eure Eltern in Rente geschickt. Und wenn euer Unterbewusstsein das so langsam anfängt zu glauben, weil euer Unterbewusstsein kann nicht von Realität und fiktiven Sachen unterscheiden, dann werdet ihr so langsam zu dieser Person, dann werdet ihr auch so langsam zu acten. Wenn euch ein Kollege die ganze Zeit sagt, wie hässlich ihr eigentlich seid, dann glaubt ihr das irgendwann selbst. Dann glaubt ihr irgendwann selbst, boah, ja, wirklich, ne, ich bin richtig hässlich. Im Gegenzug dazu werdet ihr aber dann auch dann euch so verhalten, als ob ihr hässlich seid. Ihr werdet auch nicht mehr so auf euch achten, weil ihr seid ja eh schon hässlich. Ja? Und dann werdet ihr immer mehr das Bild von dem, was ihr denkt. Wenn ihr das jetzt aber andersrum macht und euch sagt, wie krass ihr seid, wie gut ihr tradet, wie viele Millionen ihr auf eurem Konto habt, was für Autos ihr gerade aktuell fahrt, in was für eine Wohnung, in was für einem Penthouse, in was für einem Haus ihr wohnt, was ihr schon alles mit eurem Geld für gute Dinge angestellt habt, dann werdet ihr zu dieser Person. Und wenn ihr euch jetzt über dieses Manifestieren, und ihr sagt euch jeden Tag, ich bin Seven-Figure-Trader und ihr hockt euch an den Markt, denkt ihr, ein Seven-Figure-Trader juckt es, wenn er einen Trade verliert oder wenn er 5 Trades verliert? Nein. Ihr seid aber in eurem Kopf schon in diesem Modus, ich bin doch schon Seven-Figure-Trader. Und auf einmal habt ihr schon wieder etwas von euren Schultern ein bisschen Last abgenommen, weil ihr auf einmal anfangt, wieder rationaler zu denken. Wie man auch rationaler in den Märkten denken kann, ist, ihr erklärt es einer anderen Person. Ja, weil da fangt ihr nicht an, euch Setups schön zu reden. Das einzigste Problem ist, das seid ihr mit eurem inneren Monolog. Das ist das einzigste Problem. Wenn ihr jetzt aber hergeht und noch einer zweiten Person erklärt, wieso dieses Setup gut ist und wieso ihr da reingeht, dann werdet ihr auf einmal besser performen und eure Trades werden besser aufgehen, weil ihr auf einmal anfangt, rational zu argumentieren und zu denken. Das kann euch auch noch extrem helfen, um gute Setups zu finden. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ihr müsst auch wirklich aufpassen, was ihr dem Universum für Signale gebt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 20 Tage am Stück manifestiert habt, ich bin 7-Figure-Trader, ich bin 8-Figure-Trader oder ich bin 9-Figure-Trader und ihr zwischendrin ein einziges Mal einen kurzen Zweifel habt oder einen kleinen Gedanken habt, wie so,
eigentlich bin ich das gar nicht. Dann signalisiert ihr dem Universum direkt sofort, ihr seid noch nicht ready for your blessing. Und das wirft euch dann wieder zurück. Es ist immer so. Ich habe mir zum Beispiel auch bei meinem R8, ich habe mir den Motorschaden manifestiert. Hört sich jetzt doof an, aber ich habe es gemacht, ich habe es hinbekommen. Weil der Typ hat mir noch beim Kauf vom R8 gesagt, ja, aber sei vorsichtig, fahr das Auto schön warm. Den gibt es nur noch einmal so in Deutschland, ist ein One-of-One, bitte pass auf. Ja, schau, dass da bloß nichts kaputt geht. Motorschaden wäre ärgerlich. Und jetzt auf einmal hatte ich schon so ein bisschen so Angst vor einem Motorschaden. Schlussendlich, wer hätte es gedacht, ich bin einen Monat lang gefahren, 7000 Kilometer, zack, ich hatte einen Motorschaden. Ja, weil ich immer wieder darüber nachgedacht habe, okay, ich darf keinen Motorschaden bekommen, ich darf keinen Motorschaden bekommen. Aber das Universum kennt nur eine Richtung. Es kennt keine Verneinung, es kennt nur eine Aussage. Und in dem Fall habe ich mir meinen Motorschaden manifestiert ich hatte Glück, ich hatte noch Garantie. Das heißt, ich habe einfach einen brandneuen Motor wieder reinbekommen. Aber dafür war er dann auch dann wieder 3 Monate weg über den Zeitraum. Deswegen, ihr müsst wirklich extrem aufpassen, was ihr euch jeden Tag denkt. Ihr dürft niemals an der ganzen Sache zweifeln. Ihr müsst hundertprozentig überzeugt sein, dass ihr das schon längst erreicht habt. Weil dann könnt ihr auch dahin kommen. Weil den R8 habe ich mir auch manifestiert. Genauso wie den Motorschaden. Das heißt, man kann sich wirklich alles ins Leben ziehen und materialisieren. Weil alles ist über Quanten verbunden. Ja, Planeten bestehen aus Quanten. Personen bestehen aus Quanten, Gegenstände bestehen aus Quanten, das Universum besteht aus Quanten. Und mit euren Gedanken könnt ihr euch eure Zukunft formen und das Ganze in eure Realität ziehen. Weil wenn ihr das wirklich beherrscht, dann kann euch nichts mehr aufhalten. Schon allein, weil ihr anfangt, so zu acten wie die Person, die das schon erreicht hat. Wenn ihr anfangt, so zu acten wie die Person, die euch die ganze Zeit manifestiert, dann werdet ihr ja auch die gleichen Dinge tun wie die Person. Und wenn ihr die gleichen Dinge tut, werdet ihr die gleichen Erfolge haben. Ist eigentlich ganz einfach. Man darf bloß nicht an sich zweifeln. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr euch extrem mit Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, weil das greift alles in eins. Weil 1% im Trading ist Strategie. Jeder Idiot kann eine Strategie lernen. Ja, es ist wirklich so. Trading, eine Strategie lernen ist nicht schwierig. Aber sich dann auch noch persönlich so weiterzuentwickeln und diesen Persönlichkeitsentwicklungsschritt zu gehen, das ist schwierig. Weil ich war davor so eingestellt, ich dachte nur so, ja, Spiritualität, da zünde ich mir ein Räucherstäbchen an und das war's dann. Habe ich eigentlich wirklich keine Lust drauf, mich überhaupt mit diesem Thema, mit diesem Kräuterzeug da auseinanderzusetzen. Und irgendwann ist mir aufgefallen, irgendwie alle erfolgreichen Leute reden über Spiritualität. Irgendwie kommt immer wieder dieses Thema auf, vielleicht soll ich da mich nicht doch mal damit auseinandersetzen. Und da habe ich angefangen zu manifestieren, habe mich wirklich in spirituelle Themen reingelesen, wie zum Beispiel den Seelenvertrag. Und auf einmal ist mir immer mehr und mehr bewusst geworden, okay, gut, irgendwie ist da schon was dran. Auf einmal performe ich im Trading noch besser. Auf einmal werde ich immer noch besser. Auf einmal schaffe ich es, Dinge in mein Leben zu ziehen, die ich dachte, okay, gut, werde ich eh früher oder später erreichen. Aber irgendwie habe ich manchmal noch nicht so ganz daran geglaubt gehabt. Durch dieses Manifestieren habe ich dann hundertprozentig daran geglaubt und auf einmal hat es funktioniert. Das heißt, beschäftigt euch mit den Themen. Es ist wirklich das Wichtigste. Und egal, was in eurem Leben passiert, euch kann nichts aufhalten, wenn ihr euch mit Spiritualität auseinandersetzt. Weil ihr wisst, alles macht euch zu der besten Version von euch selbst. Damit wäre ich eigentlich so weit wieder fertig. Ich wäre dann. Und konzentriert euch einfach auf eine Strategie. Das ist noch ganz, ganz wichtig. Konzentriert euch auf eine Strategie. Betreibt kein Strategiehopping. Ich habe so viele Leute schon kennengelernt, die Strategiehopping betreiben. Die haben auf einmal gehört, ey, Swipecoin reißt gerade komplett ab. Die haben 60.000 Pips innerhalb einem Monat gemacht. Ich muss jetzt Swipecoin traden. Auf einmal hatten sie bei Swipecoin ein paar Stop-Loss-Hits. Auf einmal waren sie bei Steady drüben. Danach irgendeine andere Strategie. Auf einmal bei Anastasia im Volumen-Trading. Und so springen die von Strategie zu Strategie. Und meistens haben die dann auch noch das Glück, dass sie genau gerade in den schlechten Zeitraum erwischen bei der Strategie. Und sie verlieren eigentlich nur noch. Und dann verlieren sie den Glauben ans Trading, weil es funktioniert ja eh nicht. Anstatt sich wirklich mal langfristig mit einer Strategie auseinanderzusetzen, um besser zu werden, um mit dieser Strategie zu growen, um Marktverständnis zu entwickeln,
Weil die Leute wollen immer nur den einfachen Weg gehen und es gibt keinen einfachen Weg. Weil Trading ist der einfachste oder beziehungsweise, nee, Trading ist der schwierigste Weg, um einfach Geld zu verdienen. Weil wenn ihr es einmal könnt, dann ist es einfach. Das sind 10.000 Euro, das kriegt ihr hin. Ja, das kriegt man auch mal innerhalb einem Tag hin oder sogar noch schneller, wenn man es wirklich beherrscht. Aber an diesen Punkt zu kommen, dieses Geld einfach so zu drucken, das dauert. Das heißt, hetzt euch nicht, weil die meisten Leute vergleichen sich. Ich bin seit über 5 Jahren dabei. Und wenn jetzt jemand hergeht und sich versucht, mit mir zu vergleichen und zu sagen, okay, ich möchte das in 5 Monaten schaffen, dann funktioniert das nicht. Du musst erstmal eine persönliche Entwicklung hinlegen. Da musst du dich mit dem Skillset auseinandersetzen. Du musst sehr viel Zeit reinstecken und dann kannst du irgendwann Fulltime gehen. Und dann brauchst du immer noch Zeit, um das Ganze aufzuholen. Du musst ja immer jeden Tag etwas dafür tun. Und deswegen gebt euch so viel Zeit, wie ihr selbst braucht, um erfolgreich zu werden, weil jeder braucht unterschiedlich Zeit. Ihr sagt ja auch nicht, wenn ihr ein Kind bekommen habt, okay, du weißt jetzt, du hast jetzt einen Monat Zeit zum Laufen, ansonsten bist du hier raus. Das geht nicht. Ihr gebt eurem Kind so viel Zeit, wie es Zeit braucht, um laufen zu lernen. Und genauso viel Zeit solltet ihr auch eurem Business geben, bis es läuft. Weil es ist bei jedem immer unterschiedlich. Ihr wurdet ja eh schon euer ganzes Leben lang über programmiert. Wir können gleich auch noch ein Q&A machen. Dafür wäre ich auch. Ja, ich habe noch einen kleinen Part, den möchte ich euch auch noch mitgeben. Der ist mir gerade wieder eingefallen. Bewusstsein und Unterbewusstsein. Der ist eigentlich ganz, ganz nice und das ist eigentlich auch so der wichtigste Teil, den ich mal auf einem Event gelernt habe. Dafür bräuchte ich nur noch kurz die Rechte zum Bildschirm teilen. So. Ja, ist ganz. Perfekt. Einwandfrei. So. Also. So. Das seid ihr. Das hier ist euer Bewusstsein. Das ist euer Unterbewusstsein. 96 bis 98% des Tages lauft ihr unterbewusst. 2 bis 4% des Tages läuft ihr bewusst. Und in euer Unterbewusstsein setzt sich auch ge aus gewissen Punkten zusammen. Das heißt einmal, euer Umfeld, dann natürlich eure Familie. So, jetzt habe ich es gerade verschoben. Eure Ausbildung, die Schulzeit, ja, Opa und Oma und noch vieles mehr. Und ihr seid jetzt gerade vielleicht aktuell 23. Das heißt, 23 Jahre lang wurdet ihr programmiert. Und 23 Jahre lang hat euch euer Umfeld Glaubenssätze eingepflanzt im Kopf, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Und jetzt geht ihr her. Und habt euch dazu entschieden, okay, ich fange jetzt mit Trading an, ich fange jetzt mit Network an. Easy. Aber diesen Part macht ihr bewusst. Ja? Das heißt, ihr geht jetzt mit Trading und Network her und macht das bewusst. 2 bis 4% vom Tag. Den Rest lauft ihr auf Autopilot. Woran ihr zum Beispiel merken könnt, dass ihr schon immer wieder auf Autopilot lauft, ist, desto älter ihr werdet, desto schneller geht die Zeit rum. Früher gingen die Tage als Kinder viel, viel länger rum, oder es hat länger gebraucht, wenn man auf einen Kollegen eine halbe Stunde gewartet hat, bis er endlich da war. Das hat sich immer angefühlt wie ein Jahr. Ja, man ist dann am Fenster gehockt und man dachte sich einfach nur so, scheiße, Mann, ey, der muss doch endlich kommen. Man schaut auf die Uhr und man merkt so, okay, das waren jetzt 2 Minuten, wirklich. Und das liegt einfach daran, dass euer Körper auf neue Sachen, die kommen einem sehr, sehr lange vor. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Auto fahrt und eine bekannte Strecke fahrt, dann schaltet man manchmal auf Autopilot und man fragt sich dann irgendwann, wenn man angekommen ist, okay, gut, ich weiß es nicht, wie ich das irgendwie überlebt habe, aber ich bin angekommen, ist ganz geil. Das ist auch der Punkt, wo euer Gehirn wieder auf Autopilot geschalten hat. Und wenn es auf Autopilot schaltet,
Das wird es immer mehr machen, desto älter ihr werdet. Deswegen sagen auch Opa und Oma immer: Ey, die Zeit vergeht so schnell, du bist so schnell alt geworden. Ich kann mich doch noch daran erinnern, vor kurzem warst du noch, keine Ahnung, 5. Und das ist der Punkt: desto älter du wirst, desto mehr läufst du unterbewusst. Und jetzt geht ihr her und wollt neue Sachen in euer Unterbewusstsein bringen. Weil, wenn es erst im Unterbewusstsein angelangt ist, dann fangt er auch an, wirklich Progress zu machen, aber es dauert. Das heißt, ihr müsst jetzt mit neuen Informationen eure alten Informationen, die in eurem Unterbewusstsein gespeichert sind, überschreiben. Ihr müsst euch neue Glaubenssätze schaffen, ihr müsst euch neue Routinen schaffen, ihr müsst euch neue Ziele schaffen und das Ganze muss auch irgendwann unterbewusst laufen. Deswegen dauert es auch so lange, eine Routine aufzubauen. Und deswegen ist es auch so schwierig, im Trading erfolgreich zu werden oder auch im Network, weil das Ganze einfach Arbeit und Zeit braucht. Weil man kennt es von früher, man hat irgendwie immer alles sehr schnell bekommen. Ja, man musste nicht viel dafür tun. Und jetzt auf einmal muss man etwas tun und es dauert länger. Und deswegen kommt es einem auch so ewig dafür vor. Wenn das hier jetzt in euer Unterbewusstsein gerutscht ist, dann ist es eh easy. Aber es braucht Minimum 90 Tage oder länger, bis man überhaupt solche gewisse Sachen wie eine Tagesroutine oder auch ins Gym gehen. Oder auch zu traden oder auch zu networken, bis man das in sein Unterbewusstsein reinbekommt. Das heißt, ihr müsst euch von Grund auf neu programmieren und ihr müsst euch sozusagen neu erschaffen, weil das, was ihr in der Schule gelernt habt, das wissen wir eh alle, das wird uns alle nicht voranbringen. Weil ansonsten würde ja auch euer Lehrer nicht mit einem alten Twingo um die Ecke fahren. Ansonsten würde der ja auch in einem anderen Auto hocken. Und das ist der Punkt. Jeder kennt es auch aus der Schulzeit, man wurde immer gefragt, was möchtest du später werden? Was für einen Job möchtest du später werden? Du wurdest nie gefragt, möchtest du selbstständig werden? Möchtest du Unternehmer werden? Möchtest du Forex-Trader werden? Nee, das hat dich keiner gefragt, sondern die haben dich immer nur gefragt, was für einen Job möchtest du später mal machen? Warum sollte man auch von einem Lehrer etwas anderes lernen? Weil der ist eine Marionette vom System und er ist dazu da, die nächsten fürs System auszubilden. Warum sollte oder wie sollte er euch überhaupt zeigen können, was für euch wirklich in der Zukunft wichtig ist, wenn er selber nur das eine System kennt. Er kennt nichts anderes. Dazu ist es auch noch, man wird von Grund auf in der Schule dazu erzogen, andere fertig zu machen. Viele kennen das, wenn man eine Präsentation gemacht hat, man ist schon davor schon, man ist vorne gestanden und man ist rot im Gesicht angelaufen. Warum? Weil man schon wusste, wenn man einmal was falsch sagt, dann wird man ausgelacht. Und damit wirst du programmiert, dass du nicht was anderes machst. Sie grenzen dich damit ein, weil wenn du scheiterst, wirst du ausgelacht. Und in dem Fall haben auch viele Leute Angst, etwas Eigenständiges zu starten, weil sie Angst haben, davor ausgelacht zu werden, wenn man scheitert. Aber jeder einzelne oder jedes einzelne Mal, wo ihr scheitert, macht euch eigentlich nur stärker. Deswegen könnt ihr auch so glücklich sein über euer Umfeld bei EM, weil jeder spricht euch gut und positiv zu. Jeder freut sich darüber, dass man einen Rank-Up gemacht hat, dass man eine Fremdkapital-Challenge bestanden hat oder dass man ein dickes Payout hatte. In der Schule wurdest du eigentlich nur, wenn du sogar gut warst, wirst du als Streber abgestempelt. Das heißt, gut sein war nicht gut, schlecht sein war auch nicht gut. Was war überhaupt gut? Ja? Und das ist einfach die Programmierung, die von Anfang an da war. Und die müsst ihr jetzt überschreiben und müsst euch selber neu erschaffen. Ansonsten kann das Ganze nichts werden. Und ich würde sagen, wir können jetzt noch kurz noch das Q&A machen. Das heißt, ihr könnt mir jetzt einfach mal ein paar Fragen im Chat stellen. Und am besten wäre es eigentlich, wenn mir das dann jemand vorliest oder so, weil dann kann ich die Fragen einfach so dann direkt beantworten. Yes, kann ich gerne machen. Perfekt, danke. Okay, easy. Ich merke schon hier, die erste Person hat auf jeden Fall nur darauf gewartet und die Fragen schon direkt parat gehabt. Kam instant rein. Was hältst du davon, deinen Trainingsplan zu modifizieren? Wie du schon sagtest, auch mit 20% Winrates reichen für die Profitabilität. Ist es Gier, wenn ich versuche, die Prozente zu steigern, obwohl ich bereits profitabel bin? Naja, Gier ist es eigentlich nicht. Du möchtest ja besser werden. Das heißt, du musst es halt gucken und tracken, wo du besser werden kannst, wo du noch Fehler machst, wo man sich vielleicht gewisse Verluste hätte sparen können
Das kriegst du halt eigentlich hin über ein Trading-Tagebuch. Und dann kannst du auch deine Profitabilität und deine Prozente steigern. Perfekt. Sehr nice. Das heißt, eigentlich ist es keine Gier, weil es ist ja nichts Schlimmes, wenn man besser werden möchte. Aber wenn du jetzt auf Krampf versuchst, wenn du jetzt eh schon Cash gemacht hast, noch mehr Cash zu machen und dadurch dann wieder in schlechte Entries reingehst, dann ist es Gier. Das heißt, du musst auch irgendwo das Mittelmaß finden, dass du nicht zu viel erzwingen möchtest. Weil erzwingen im Markt funktioniert eh nicht, weil meistens bekommt man dann wieder eine Klatsche. Yes. Yes, dann passt jetzt gerade die Frage nämlich auch gerade dazu. Wie sieht dein Trading-Tagebuch aus? Also wie dokumentiere ich meine Trades am besten, ist im Endeffekt die Frage. Naja, bei mir kommt natürlich als allererstes mal das Währungspaar rein. Ich glaube, das ist klar. Dann kommt die Lot Size rein, dann kommt rein, ob ich den Trade gewonnen habe oder verloren habe. Dann kommt die Uhrzeit rein, wann ich den Trade eröffnet habe und wann ich den Trade geschlossen habe. Dann kommt der Wochentag mit rein, das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Natürlich Monat wird auch nochmal festgehalten, damit ich weiß, okay, wie war die Performance in einem gewissen Monat. Dann schreibe ich noch meine Emotionen mit dazu rein, um einfach zu merken, okay, warum ist vielleicht ist der Trade wegen meiner Emotionen nicht aufgegangen? Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel Beef hattet mit eurem Partner, ja, wenn ihr gerade in einer Beziehung seid und dann in den Trade reingeht, dann wird der Trade größtenteils eigentlich nicht aufgehen, weil ihr einfach gerade immer noch emotional seid. Und so würde ich dann eigentlich dann alles dokumentieren. Das heißt, trackt wirklich alles. Alles, was ihr tracken könnt, trackt es. Und so könnt ihr dann auch dann herausfinden, an welchen Tagen performt ihr am besten, an welchem Tag soll ich am besten eigentlich nicht traden und zu welcher Uhrzeit laufen eigentlich meine Trades am besten, um eure perfekte Trading-Uhrzeit zu finden. Vielleicht reicht es auch, wenn ihr jeden Morgen um 8 eure Trades setzt, anstatt um 19 Uhr oder, keine Ahnung, 23 Uhr noch auf Krampf noch irgendwie ein Entry zu suchen, weil man heute noch nicht getradet hat. Sehr nice, sehr nice. Ich hoffe, ihr habt das mitgeschrieben, Leute. So, wer sind deine Mentoren im Bereich Spiritualität? Boah, ich habe nach spirituellen Themen einfach auf YouTube gesucht. Also ich habe mir da irgendwie alles so zusammengesucht und habe mir dann die Themen angeschaut. Und ich habe da wirklich sehr, sehr viele Stunden damit verbracht. Was für ein Buch ich euch empfehlen kann, ist, darauf muss ich, wartet mal kurz, Audible. Ich kann dir das kurz auch mal rüberschicken. Dann Ja. kannst du es gleich in deine Teamgruppe posten. Werde übernatürlich von Dr. Joe Dispenza. Ist ein sehr gutes Buch. Und ansonsten, ich habe mir wirklich jedes Thema zu Spiritualität auf YouTube reingezogen. Wirklich egal was. Weil irgendwann passt sich ja auch der Algorithmus von eurem YouTube an. Und auf einmal werden euch andere Dinge vorgeschlagen, desto mehr oder desto öfter ihr gewisse Themen sucht. Genauso ist es zum Beispiel auch bei TikTok, genauso ist es auch auf Instagram. Und irgendwann könnt ihr dem Ganzen den gar nicht mehr aus dem Weg gehen, weil ihr nonstop immer wieder neuen Content vorgeschlagen bekommt. Und so bin ich eigentlich vorgegangen. Das heißt, ich hatte nie einen spezifischen Lehrer in dem Thema, sondern ich habe den Algorithmus sein Ding machen lassen und habe mir dann das Ganze sozusagen geben lassen. Okay, perfekt. Sehr nice, sehr nice. Die Frage finde ich jetzt mal interessant. Wenn ich manifestiere, ein Seven-Figure-Trader zu sein, was sind denn eigentlich so Punkte, wie ein Seven-Trader so denkt? Naja, also ich persönlich, ich habe keine Emotionen im Markt mehr. Also wirklich keine. Mir ist es egal, ob der Trade aufgeht oder nicht aufgeht. Profit ist nice und Verluste gehören dazu. Also ich habe eigentlich keine Emotionen mehr in den Märkten. Ich gehe rein, ich analysiere, nehme den Trade mit und dann lasse ich den laufen bis zum Take Profit. Mehr ist es eigentlich nicht. Also ihr seid eigentlich in der Situation emotionslos und ihr handelt auch nicht aus einem Mangel heraus. Weil wenn ihr euch Druck macht mit einer Challenge, weil ihr unbedingt dieses Payout von eurem Fremdkapital-Account haben wollt, dann gebt ihr ja wieder dem Universum ein Zeichen, ihr seid in einem Mangel. Und wenn ihr in einem Mangel seid, dann wird euch das Universum auch in einem Mangel behalten. Das heißt, ihr bleibt da drin. Das heißt, ihr könnt nicht auf einmal eure Situation switchen. Das heißt, agiert nicht aus einem Mangel heraus, sondern ja, man hat einfach eine ganz andere Ruhe.
ihr seid einfach gechillt, weil ihr wisst, ihr habt keinen Druck mehr dahinter. Ihr müsst jetzt nicht im Markt performen, weil ihr eh wisst, ihr habt doch eh genügend Rücklagen. Und so mache ich das eigentlich. Yes. Also emotionslos in Fülle und selbstbewusst einfach. Genau. Stark. Kurze Frage, wie alt bist du? Ich bin jetzt frisch 24 geworden. Sehr nice. Wild. Welche Educator würdest du empfehlen, bis du dann vielleicht selber auf Go Live bist? Das sollte jetzt zum Glück nicht mehr so lang dauern. Aber Cedric Bierbaum für Market Structure und Marktverständnis und Anastasia mit dem Volumenprofil, weil die machen das eigentlich perfekt. Ja, Sadie hat zu viele Go-Live-Channel. Der Typ, der ist eh nur live, aber zieht euch doch die Videos vom Forex-Channel rein. Wenn er dort was über Market Structure teacht, zieht euch das unbedingt rein, weil der Typ, der hat einfach Ahnung. Und ansonsten Anastasia. Okay, sehr nice, sehr nice. Okay. Schauen wir mal, dass ich auf jeden Fall noch ein paar gute Fragen habe. Die wiederholen sich. Wie lange manifestierst du am Tag? Boah, das ist eine gute Frage. Ich merke das eigentlich gar nicht. Also meistens, ich mache das sogar über den Tag über, wenn ich irgendwo hingehe oder so, manifestiere ich. Wenn ich im Auto sitze, manifestiere ich schon weiter. Also das ist eigentlich ein durchgängiger Prozess bei mir, dass ich manifestiere. Aber am effektivsten manifestiere ich morgens nach dem Aufstehen, mittags und abends eigentlich vom Einschlafen. Weil wenn ihr schon abends manifestiert, dann geht ihr auch mit diesen Gedanken in eure Träume, dass ihr das Ganze schon seid. Und am Ende, wenn ihr Glück habt, habt ihr dann sogar am Ende dann noch einen geilen Traum darüber. Und dann gibt es euch das noch mehr Belief und dann wacht ihr auch noch positiver wieder am nächsten Morgen auf. Nice, nice. Ab wann kann man deiner Meinung nach Fulltime Trading machen und wie fühlt es sich an, das geschafft zu haben? Also, ab welchem Punkt? Also, ich habe eine Ausbildung gemacht als Elektroniker. Meine Mom, die hat mich wirklich umgebracht, hätte ich die Ausbildung nicht zu Ende gemacht. Das heißt, ich hätte eigentlich schon davor aufhören können. Ich habe es noch weiter durchgezogen und ich habe an dem Tag, als ich meine Stempelkarte im Betrieb abgegeben habe, 40.000 gemacht. Habe dann meine Stempelkarte abgegeben und war dann fertig. Das Problem ist, wenn man wirklich Fulltime geht, ist es, ihr müsst euch wirklich eine richtige Tagesroutine schaffen, weil ansonsten läuft das komplett aus dem Ruder. Also bei mir ist es voll aus dem Ruder gelaufen. Ich hatte auf einmal einen Schlafrhythmus, das war nicht gesund. Also das konnte man auch nicht mehr Schlafrhythmus nennen. Also ich bin aufgewacht, wenn meine Ex-Freundin von der Arbeit heimgekommen ist. Also das war wirklich, das war nicht gesund und ich habe dann zwischendrin immer wieder Calls gemacht, dann habe ich wieder geschlafen, habe ich wieder Calls gemacht. Das heißt, ihr müsst da wirklich eine gute Routine reinbringen und es euch dann euren Trading-Zeiten anpassen. Und ab welchem Punkt man wirklich Fulltime gehen kann, ist, ich würde schauen, wenn ihr am Anfang jetzt schon ordentliche Payouts habt, bildet euch Rücklagen in Krypto, in Gold und anderen Investments, damit ihr abgesichert seid, falls mal ein schlechter Monat kommt. Weil wenn ihr wirklich mal einen schlechten Monat haben solltet und ihr dann Druck habt zu performen, dann werden eure Trades schlechter. Man kann meiner Meinung nach erst Fulltime gehen, wenn man sich wirklich so abgesichert hat. Wenn man sich abgesichert hat für einen gewissen Teil, um für eine gewisse Zeit über die Runden zu kommen, weil man weiß nie, was passiert. Und in dem Fall würde ich dann schon eher auf das Sicherheitsding gehen, weil wenn ihr Druck habt, tradet ihr anders. Wenn ihr Druck habt, dann redet ihr euch Setups schön und es ist wichtig, keinen Druck zu haben. Und als ich angefangen habe, Fulltime zu gehen, wie gesagt, hatte ich ja an dem Tag dann noch 40.000 gemacht, aber ich hatte auch schon im Hintergrund dann schon einen Trading-Account mit 700.000 drauf. Also das ist dann schon, das war dann schon so der Moment, wo ich abgesichert war. Aber ja, schaut wirklich, dass ihr Rücklagen bildet, investiert. Dann vielleicht dann noch als kleine Absicherung noch ein kleiner Rank oder so. Also irgendwas, dass ihr irgendwie noch ein anderes Einkommen habt, weil ihr dürft euch nicht im Trading unter Druck setzen, weil ansonsten geht das Ding komplett schief.
Weil dann fängt er an, wirklich irgendeinen Scheiß zu machen. Und unter Druck zu performen ist nicht gerade einfach und man muss dann irgendwann dann wissen, wie man mit dem Druck umgeht und das dann erstmal zu lernen. Wenn gerade frisch Fulltime geht, ist nicht gut. Yes. Die Erfahrung durfte ich auch mal machen. So. Was sind aktuell dann deine Morgen- und Abendroutinen? Also ich wache meistens so um 6 Uhr morgens auf. Also ich habe für mich herausgefunden, dass 6 Uhr so für mich so die beste Trading-Zeit ist, wo ich die besten Entries finde. Dann manifestiere ich erstmal, dann gehe ich runter, putze kurz Zähne, dann an die Märkte und dann suche ich mir eigentlich meine Setups raus. Und danach dann eigentlich über den ganzen Tag über dann eigentlich dann entweder Calls oder ich mache dann halt dann irgendwas anderes, weil ich stecke vielleicht aktiv pro Tag noch so ungefähr so eine Stunde bis eine halbe Stunde pro Tag in Trading. Den Rest vom Tag habe ich so viel Zeit, wie ich möchte. Und abends eigentlich wieder dasselbe Spiel. Vorm Schlafen gehen gehe ich nochmal in die Märkte, analysiere nochmal und manifestiere nochmal und dann gehe ich schlafen. Genau. Nice. Wie lange hat es gedauert, bis du emotionslos am Markt handeln konntest und was würdest du deinem früheren emotionalen Ich raten, um das schneller hinzubekommen? Naja, Frauen werden es einfacher haben, emotionslos im Markt zu agieren. Männer haben da eher ein größeres Problem, weil die haben einfach nur ein Ego. Es ist einfach so. Männer haben ein Ego und ich habe auch ein Ego und ich hatte auch damals, also mein Ego, das war so groß. Man möchte immer jemand anderem was beweisen. Als Typ möchtest du immer jemandem was beweisen, egal wem. Ja, du möchtest immer besser sein, du möchtest immer. Du möchtest immer wirklich der Beste sein. Und dieses Ego erstmal in den Griff zu bekommen, ist schwierig. Deswegen haben es Frauen wesentlich einfacher, weil die haben dahinter jetzt nicht so ein Ding so, okay, ich muss jetzt wirklich jedem zeigen, dass ich ja so eine krasse Traderin bin, sondern die machen halt da einfach ihr Dinge und haben da schon eine Ruhe drin. Und für Männer ist es wirklich schwierig. Was mir wirklich geholfen hat, war, ich habe dieses Trading-Psychologie-Buch, ich habe das wirklich hoch und runter gehört, über 500 Mal. Während ich arbeiten war, 8 Stunden pro Tag auf doppelter Geschwindigkeit, habe ich das zweimal pro Tag durchgehört und habe danach dann auch noch das Zeug angewandt, um einfach meine Emotionen in den Griff zu kriegen. Weil, ja, Männer haben ein Ego. Warum möchte man als Typ ein geiles Auto fahren? Weil man ein besseres Auto haben möchte als der andere Knecht nebendran. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man auf der Autobahn ist und euch da irgend so ein Typ anstarrt, dann möchte ich in dem Auto sein, was schneller ist. Nicht das, was versägt wird. Ja? Und man macht vieles heraus aus seinem Ego. Und das Ego muss man eigentlich in den Griff bekommen. Und man muss sich in die Situation bringen, mir ist eigentlich scheißegal, was die anderen von mir denken. Ich mache das so, wie ich das für mich als richtig empfinde. Und habe dann die Ruhe drin. Weil jeder weiß es. Es ist eigentlich wirklich bei uns Typen, es ist nichts anderes als, ja, besser zu sein als der andere Typ. Und das muss man in den Griff kriegen. Und wenn man das im Griff hat, dann ist es wirklich einfach und Frauen haben eigentlich eh kein Problem damit. Also, besonders die, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die haben alle irgendwie kein Problem damit gehabt. Die haben sich manchmal nur ein bisschen selber unter Druck gesetzt, weil sie von anderen Leuten Druck bekommen haben. Das heißt, mit Druck sollte man auch umgehen können und man sollte sich einfach die Zeit nehmen für sich, die man wirklich braucht, um an den Punkt zu kommen, wo man hinkommen möchte, weil es ist ja im Endeffekt egal, wenn ihr jetzt 1 Jahr, 2 Jahre oder 3 Jahre dafür braucht, ist es immer noch besser, als 50 bis 60 Jahre arbeiten zu gehen. Deswegen, wir müssen uns nicht unter Druck setzen. Stark. So, dann Frage noch: Echtgeld oder Fremdkapital? Was bevorzugst du? Also Eigenkapital oder Fremdkapital? Das kommt es drauf an. Also am Anfang würde ich euch eher Fremdkapital raten, weil ihr einfach lernt, wie es ist, sich wirklich an Regeln zu halten. Weil wenn ihr am Anfang mit Eigenkapital anfangt, dann habt ihr keine Regeln. Ihr habt einfach keine Regeln und ihr müsst euch auch nicht an Regeln halten. Das heißt, ihr lernt es auch nicht und ihr macht da irgendwie euer eigenes Ding und braucht euch da euer eigenes Süppchen zusammen.
was am Ende komplett schief geht. Ja, weil die ersten Echtgeld-Accounts werden größtenteils gesprengt oder die werden so weit runtergetradet, dass man keine Lust mehr hat, damit zu traden, weil man sich denkt, okay, also mit dem Betrag brauche ich es auch nicht mehr traden, das lohnt sich nicht mehr. Bei Fremdkapital ist es so, ihr habt von Anfang an Vorgaben. Ihr müsst euch an gewisse Regeln halten und ihr solltet auch in einem gewissen Zeitraum performen. Und dort lernt ihr dann auch, dass ihr eure Emotionen in den Griff bekommen müsst. Dann lernt ihr auch, dass ihr einen Daily Drawdown habt. Ihr dürft nur einen bestimmten Betrag pro Tag verlieren. Ihr lernt, was Risikomanagement ist. Und dadurch könnt ihr euch dann weiterentwickeln. Und sogar wenn ihr 3, 4, 5, 6 Accounts wirklich sprengt in Fremdkapital, die allererste Fremdkapitalauszahlung wird den ganzen Verlust von vorher wieder reinholen und sogar noch Profit obendrauf packen. Das heißt, meiner Meinung nach ist es einfacher, Fremdkapital zu traden als Eigenkapital. Später dann, wenn man dann dann genügend Geld schon oder ausreichend Geld schon verdient hat, dann kann man auch dann noch mit Eigenkapitalkonten anfangen. Auf Eigenkapital trade ich eigentlich immer mit 3% Risiko. Geht halt dann schneller. Und in dem Fall, habt ihr dann schon so weit eure Emotionen unter Kontrolle, dass ihr dort dann kein Müll mehr baut. Deswegen Fremdkapital am Anfang ist eigentlich der smarteste way to go. Okay, ja, safe. Das heißt, langfristig würdest du dann sagen, okay, langfristig machst du auf Eigenkapital dann wieder mehr Spaß. Ich würde beides machen. Ich würde schauen, dass ich mir bei jeder Fremdkapitalfirma einen Maxed-Out-Account hole und dann noch mein Eigenkapital trade. Okay, stark. Welche Videos würdest du denn genau von Cedric empfehlen zum Thema Marktstruktur, wurde jetzt hier auch gefragt. Ich würde nicht mal spezifische Videos empfehlen, sondern ich würde mal einfach alles reinziehen. Weil eigentlich jede Session basiert ja irgendwo auf Marktstruktur und Marktverständnis. Und deswegen würde ich mir eigentlich alles reinziehen, genauso wie auch bei Anastasia. Obwohl bei Anastasia reicht es eigentlich schon, wenn man sich einfach die Videos reinzieht, wo sie Volumenprofil erklärt. Und dann ist man eigentlich dann auch dann schon ready für die Sessions von mir, weil dann brauche ich nicht jedes Mal immer wieder aufs Neue das Volumenprofil erklären. Ich bin eh froh, wenn ich dann mein eigenes Bootcamp habe. Das wird dann auch dann, denke ich mal, dann einiges dann... oder einige Fragen von selbst beantworten, aber so die Cedric Forex Sessions würde ich mir eh mal reinziehen. Okay. Sehr nice, sehr nice. Okay. Das ist eigentlich ganz simpel, aber ja, wie würdest du sagen, kann man am besten seine als Scalper jetzt seine Trading-Zeit finden? Über dein Trading-Tagebuch eigentlich, aber ich weiß auch nicht, also ich sage euch ganz ehrlich, ich war nie so wirklich so der Typ für Scalpen, ich habe es immer mehr gefühlt, so den Trade länger laufen zu lassen und einen besseren CFV zu haben, weil Scalpen ist halt Stress, du gehst rein, du gehst raus, du gehst rein, du gehst raus und eigentlich solltest du ja auch irgendwo dann noch diese Ruhe bewahren. Und für mich war es eigentlich am einfachsten, mit Swing-Trading zu starten, weil ich dann schon eine gewisse Ruhe drin hatte. Aber es muss auch jeder selber für sich herausfinden, was für ein Trading-Typ bin ich. Und ihr werdet eh früher oder später merken, was euch am meisten zusagt, wo ihr euch am meisten wohlfühlt, bei welcher Strategie. Und die Strategie tradet ihr dann. Ja. Tagebuch schriftlich kann man auch in Excel machen. Also ist eigentlich egal, wie, Hauptsache ihr führt eins. Yes, ich hätte auf jeden Fall sonst noch eine Frage für die letzten 2 Minuten. Und zwar, was mich mal interessiert, ist so, was war so für dich einer deiner größten Herausforderungen, einer der größten Rückschläge, sage ich mal, die du erleiden musstest und was war so das Learning im Endeffekt für dich daraus? Ich hab da sogar 2 große Rückschläge, also 2, die taten schon ordentlich weh. Der erste war ja, ich habe euch ja schon von den 700.000 Euro Echtgeld-Account erzählt gehabt. Betreibt euren Broker-Research ordentlich. Wirklich ordentlich betreiben, weil am Ende landet ihr dann bei einem Scam-Broker wie ich.
Ich hatte dort schon ein paar Payouts und schlussendlich wollte ich mir dann mal eine größere Summe auszahlen lassen. Hatte dann auch dann schon Steuern gezahlt und alles. Und schlussendlich war dann der Trading-Account dann von jetzt auf gleich weg. Ich hatte noch 10.000 Euro left auf meinem Konto und das musste dann alles wieder ertradet werden. Und das ist keine schöne Situation. Das heißt, hört auf die Experten. Weil ich habe auch, ich glaube, es war 2018, habe ich insgesamt 6 Bitcoins gekauft. Habe dann schön bei 11.000 5 Stück wiederverkauft, weil ich meine Analyse, was in Krypto was anderes gesagt hat, als wie das von den Educatern. Ich denke, ihr kennt ja alle Bitcoin und auf welchen Preis er dann schlussendlich dann auch dann hoch ist. Also das war auch ein teures Learning. Das heißt, seht euch nicht zu früh als Experten, sondern seht euch immer coachable. Weil in dem Zeitraum war ich auch sehr arrogant, würde ich sagen. Weil ich hatte auch eine Zeit lang wirklich, also ich hatte eine Zeit, da hatte ich 2 Jahre lang keinen einzigen Stop-Loss-Hit. Und es ist dann schwierig, in so einem Zeitraum dann nicht arrogant zu werden. Und in dem Zeitraum war ich heftig arrogant und dachte mir dann, okay, ich weiß eh alles besser. Was ich schlussendlich dann nicht wusste, hat sich dann auch dann bei Bitcoin gezeigt. Und bei der Broker-Auswahl, ich habe mich da von einem Kollegen aus der Berufsschule bequatschen lassen, der hat mir dann gesagt, hey, der Broker, der ist richtig gut. Ja, der Broker, der hat mir über 700.000 Euro geklaut, der war richtig gut. Deswegen schaut einfach nur, dass ihr euch Broker nehmt, die von IAM promoted werden, weiterempfohlen werden und von eurer Upline geprüft sind, weil ansonsten tut das Ganze am Ende weh. Yes. Okay, easy. Ich würde sagen, 22 Uhr, hier steht auch schon ein paar Fragen zu Broker. Broker dürfen wir an sich so vor allem nicht empfehlen. Deswegen können wir auf die Frage leider nicht eingehen. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank wirklich für eine komplette Stunde hier. Value und sogar noch das Q&A wirklich am Ende. Es war wirklich nice. Ich habe selber brutal viele Notizen gemacht, brutale Learnings im Endeffekt da für mich auch rausgeschrieben. Viele Sachen wiedergefunden, ja, wo ich ja auch durchgehen musste. Und deswegen, es war eine absolute Ehre, dich hier auf dem Call zu haben. Und wir alle freuen uns, glaube ich, einfach extrem, wenn du dann auf Go Live bist und wir dann da dich öfter, wer weiß, ich weiß nicht, wie oft du dann live bist, auf jeden Fall so oft, wie es geht, dann wirklich live reinziehen können und von dir lernen können. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Danke, dass ich heute hier sprechen durfte. Hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich wünsche jedem von euch noch einen schönen Abend. Und ich denke mal, wir dürften uns eh morgen spätestens wieder um 19 Uhr sehen auf meiner nächsten Session. Bis dahin, ich würde mich verabschieden. Euch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao.
man.